Wir melden uns heute bei Nahaufnahme aus Dahlem, nämlich von der Erich-Kästner-Grundschule. Das hat natürlich einen Grund. Diese Schule engagiert sich nämlich seit Jahrzehnten für die Kindernothilfe und das wurde heute entsprechend gewürdigt. Spannung im Foyer der Erich-Kästner-Schule. Schüler, Lehrer und der Direktor sind in der großen Pause zusammengekommen. Die Grundschule soll als Partner der Kindernothilfe ausgezeichnet werden und das ist für alle ein besonderer Moment. Bereits 1978 hatte die Grundschule die erste Patenschaft bei der Kindernothilfe übernommen. Seitdem ist der Einsatz für das Kinderhilfswerk fester Bestandteil des Religionsunterrichts. Mit kleinen Briefen, die von den Kindern gestaltet werden, sammeln die Grundschüler bei Eltern und Verwandten Spenden, um die Patenschaften zu finanzieren. Aktuell unterstützen sie zwei Jungs aus Äthiopien und Indien. Die wiederum schreiben Briefe an ihre kleinen Paten in Berlin. Der vorbildliche Einsatz aller Beteiligten der Erich-Kästner-Schule soll künftig für alle sichtbar sein. Malte Pfau von der Kindernothilfe überreichte die Plakette Partner der Kindernothilfe, die dann auch sofort an der Eingangstür angeschraubt wurde. Die Sechstklässler Valerie und Mike freuen sich über die Ehrung. Seit der zweiten Klasse beteiligen sie sich an den Patenschaften und können sich noch ganz genau daran erinnern, wie für sie alles begann. Ich weiß noch, damals hatten wir immer so ganz kleine Tütchen bekommen, die wir dann immer mit Wachsmalen oder Buntstiften bemalen konnten. Und da dachte ich mir immer, ja, jetzt tun wir was Gutes und dann freuen sich andere Kinder über das, was wir gemalt haben. Wie ging es dir, Mike? Was hast du gedacht? Mir ging es so ähnlich. Ich habe mich auch gefreut, aber ich war auch immer traurig, als ich die Briefe bekommen habe und gesehen habe, wie es denen geht, wenn man das jetzt mal mit sich selber vergleicht, dass sie sich zum Beispiel mit dünnen Stöckern die Zähne putzen müssen. Ja, das ist schon gut, dass wir das unterstützen. Gibt es da auch, was dich besonders beschäftigt hat aus den Briefen? Ja, also mich hat es immer beschäftigt, dass sie erzählt haben, wie lange die zur Schule laufen. Da ist es zwar immer schön zu wissen, dass sie zur Schule gehen können, aber dass sie so einen ganz, ganz langen Weg und dass es nicht mehr Schulen gibt, dass sich die meisten Kinder nicht integrieren können und dass wenn wir hier können, wir in die Schule gehen, alles lernen und manche Kinder arbeiten halt immer nur dafür, dass es die Familie ansatzweise Essen gibt. Das heißt, ihr würdet schon sagen, dass ihr durch dieses Projekt die Kinder so kennengelernt habt oder auch die Situation in den Ländern so kennengelernt habt, wie ihr das sonst nie hättet hinbekommen. Ja, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ja, das ist halt, man denkt halt immer danach dann noch so darüber nach und denkt sich so, uns geht's so gut. Und da wird man halt auch immer gleich traurig. Ja, man kann nicht so viel machen, man kann Geld geben, aber mehr kann man jetzt hier in Deutschland auch nicht machen. Jetzt habt ihr ja einen Preis quasi bekommen, weil eure Schule schon so lange Zeit da aktiv ist. Seid ihr da auch ein bisschen stolz drauf? Findet ihr das ganz cool? Ja, also ich finde es cool, dass das so lang ist. Aber wenn man sich das vorstellt, dass quasi unsere Eltern, als die geboren wurden, dass so lange unsere Schule das schon macht, das ist schon cool. Ja, und ja, das ist halt immer schon so, ja, man tut jetzt was Gutes, aber da hat man im Hinterkopf, ja, es sind nur 2 oder, weiß ich nicht, 8 Kinder, die jetzt im ganzen Ablauf, aber mehr 8 von wie vielen? Nun verlasst ihr ja bald die Schule und geht auf eine weiterführende Schule. Wie ist es, hat dieses Projekt euch sozusagen, wird euch das den Anstoß geben, auch in der Zukunft was zu tun, vielleicht für andere Kinder in anderen Ländern? Ja, bei mir auf jeden Fall zum Beispiel, wenn mir Sachen nicht passen, geben wir das auch immer ab, dass es an und nicht dann, oh, wenn man jetzt da ein ganz, ganz, ganz kleines Loch drin, da kann man sich auch mal aufraffen, das nähen und dann immer noch geben, ne? Dann nicht gleich rumweinen, oh nein, in meiner Lieblingshose ist ein Loch drin, weil andere hätten zum Beispiel gar keine Hose dafür. Wie ist es bei dir, Mike? Ja, mir geht's so ähnlich. Ich werde probieren auch weiter da was zu machen. Andrea Hannemann unterrichtet seit 15 Jahren an der Erich-Kästner-Schule. Die Religionslehrerin versteht das Projekt für die Kindernothilfe als Bereicherung des Unterrichts. Also wir haben die Tradition an unserer Schule, dass wir in der Adventszeit über vieles reden, was wir da Gutes tun können. Wir unterrichten über viele Menschen, die Vorbilder für die Kinder sein können. In der Klasse reden wir gerade über Franz von Assisi, über den Nikolaus. Und in dieser Zeit versuchen wir, die Kinder zu motivieren,
auch etwas beizutragen. Und da ist es eben so schön, dass wir uns der Kindernothilfe angeschlossen haben und die Kinder auch in gewisser Weise einen kleinen persönlichen Bezug haben zu ihren Patenkindern. Das heißt, die Patenkinder schreiben uns regelmäßig jedes Jahr einen Brief. Und die Briefe lesen wir den Kindern vor, wir sprechen über die Briefe, wir erklären ihnen, wie wichtig ihre Unterstützung ist. Und nun haben wir ja in diesem Jahr einen Jungen aus Äthiopien. Und aus diesem Grund haben wir auch mit den Kindern über die Klimaerwärmung gesprochen, die Menschen in Afrika besonders trifft. Das heißt, es ist nicht so, dass es quasi ein Patenkind gibt und man freut sich, dass es dem besser geht, wenn es eine Spende bekommt, sondern Sie versuchen das schon in den großen Rahmen auch einzuordnen. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten viele, viele Jahre immer zwei Patenkinder aus Indien und haben uns dann immer sehr intensiv mit der Lebenssituation der Kinder in Indien beschäftigt, mit der Kinderarbeit, mit allem, was dazugehört. Wir haben die Patenkinder in der Regel so lange, bis sie selbstständig sind. Also bis sie nicht mehr die Unterstützung der Kindernothilfe haben. Das heißt, wir begleiten eigentlich die Kinder, bis sie die Schule verlassen. Wie wird das von den Kindern aufgenommen, dieses Thema? Wie ist da Ihre Erfahrung? Also meine Erfahrung ist, dass die Kinder sehr interessiert sind, dass die Kinder auch sehr berührt sind von der Lebenssituation von Kindern in anderen Ländern. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, also dass wir versuchen, den Horizont der Kinder sozusagen zu weiten über unseren Bezirk hier hinaus, wobei man sagen muss, dass wir es hier eben einfach besonders gut haben. Die Kinder sind sehr sensibel und wissen, dass sie mit Verantwortung tragen, schon jetzt. Nehmen Sie dieses Thema jetzt auch aktuell zum Anlass, um mit den Kindern auch über Flucht zu sprechen, über geflüchtete Kinder, die jetzt auch hier in unserem Land angekommen sind? Das machen wir auch. Und in der Regel ist es so, dass die Kinder dieses Thema einbringen. Denn es ist ja nicht das Einzige, was wir tun, beziehungsweise was die Kinder unterstützen im Rahmen der Schule. Viele Eltern helfen mit Sachspenden an Flüchtlinge und die Kinder erzählen dann von ihren Erfahrungen, die sie selber schon haben. Das heißt, Ihre Erfahrung ist auch, dass die Eltern hier auch sehr, sehr gut mitspielen. Ja, also ehrlich gesagt, wir wenden uns auch mit den Briefen, die wir schreiben, ganz bewusst an die Eltern und bitten die Eltern um Unterstützung. Denn es gibt ja auch oft Aktionen, wo Kinder basteln und etwas tun, aber wir machen das ganz bewusst und sagen, bitte gebt eine Spende für diese beiden Kinder. Und das ist etwas, was wir sozusagen den Eltern auch nahelegen. Nun schreiben ja auch die Kinder einen Brief an das Patenkind. Wie kann ich mir das vorstellen? Wird da ein gemeinsamer Brief zusammen verfasst in der Gruppe oder wie läuft das ab? Also das ist in allen Klassen unterschiedlich. Die Kleinen malen eben erstmal ein Bild, darüber, wie wir hier Weihnachten feiern und dann schicken wir das den Patenkindern. Und in einigen Klassen formulieren die Kinder zusammen einen Brief. 38 Jahre für die Kindernothilfe, 22.500 Euro für einen guten Zweck. Dieser Einsatz ist außergewöhnlich, findet auch Malte Pfau. Wir haben viele Schulen in ganz Deutschland, die uns unterstützen, aber Schulen, die uns wirklich schon seit Ende der 70er Jahre unterstützen, das ist wirklich etwas ganz Besonderes, ja. Was ist jetzt die Kernkompetenz der Kindernothilfe? Patenschaften, das habe ich gelernt. Wie finden Sie die Kinder? Wie kommt das zustande? Also das Patenschaftsmodell ist eine Kernkompetenz, das stimmt. Das ist sozusagen mit die Grundlage der Kindernothilfe in der Auslandsarbeit. Es hat sich allerdings auch sehr stark gewandelt. Das sieht man jetzt auch an den Kindern, die jetzt hier unterstützt werden von dieser Schule. Das sind einmal ein Junge in Indien und ein Junge in Äthiopien. Und hier geht es durch die Patenschaft eher darum, das Gemeinwesen zu fördern. Das heißt, es geht darum, das Umfeld des Jungen zu fördern. Das hat sich auch sehr gewandelt in den letzten Jahren. Auch die Idee der Patenschaft, dass sozusagen Kinder nicht mehr direkt unterstützt werden, sondern dass man gemerkt hat, dass es wichtig ist, dass das Umfeld des Kindes gestärkt wird. Weil nur so kann sich wirklich nachhaltig und langfristig auch etwas ändern für das Kind. Und auch so kann sich auch nur für andere Kinder, die jetzt nicht direkt durch uns unterstützt werden, auch eine Verbesserung der Situation einstellen. Können Sie da mal konkrete Beispiele nennen, was Umfeld genau heißt? Also es gibt zum Beispiel den Selbsthilfegruppenansatz. Das ist ein ganz großer Punkt bei uns in der Auslandsarbeit. Da geht es darum, dass wir vor allen Dingen Frauen befähigen, selbst aktiv zu werden. Und wir möchten, dass die Frauen, wie der Name schon sagt, Selbsthilfegruppenansatz aus sich selbst heraus die Kraft ziehen, auch wirklich ihr Umfeld zu verbessern.
Und man muss sich das so vorstellen, dass in verschiedenen Schritten es erst einmal darum geht, dass die Frauen zusammenkommen, sich kennenlernen, erkennen, dass sie gemeinsame ähnliche Probleme haben und dann über Geld, was sie sozusagen eigentlich nicht zur Verfügung haben, aber was sie dadurch zur Verfügung bekommen, dass sie gemeinsam einen Kapitalstock anlegen, dass sie gemeinsam sparen, Ideen verwirklichen können und so dann auch wirklich langfristig sich aus der eigenen Situation, aus der Armut herausarbeiten und damit natürlich auch die Situation der Kinder enorm verbessern können. Aber es ist auch so, wenn jetzt die Schule jährlich Geld bei Ihnen überweist für diese zwei Jungs, dass die Schule dann auch erfährt, was mit dem Geld konkret umgesetzt wird? Genau, also die Schule bekommt einmal einen Projektbericht natürlich von unserem Partner. Es ist so, dass die Kindernothilfe im Ausland immer nur mit Partnern zusammenarbeitet. Wir sind sozusagen als Organisation im Ausland nicht selbst aktiv, sondern wir unterstützen die Zivilgesellschaft in den Ländern, in denen wir arbeiten. Das ist auch ein Schwerpunkt der Kindernothilfe, der uns auch, denke ich, besonders macht und der uns auch wichtig ist, dass wir in den Ländern die Zivilgesellschaft auch wirklich stärken möchten. Und unsere Projektpartner veröffentlichen natürlich regelmäßig Projektberichte, wo man sehen kann, was passiert mit dem Geld, was ist sozusagen mit den Kindern, die auch in diesen Projekten sind, sozusagen, was für eine Verbesserung hat sich dort ergeben. Aber die Kinder schreiben natürlich auch selber Briefe und können auch selbst in Kontakt treten mit den Schulen, wie in diesem Fall ja auch hier geschehen. Die Projektpartner vor Ort, wie finden Sie die und überprüfen Sie die auch in irgendeiner Form, damit man auch weiß, dass immer noch die Leute dahinter stecken, die damals dahinter standen, als Sie den Kontakt aufgenommen haben? Genau, das ist natürlich ein ganz großer Bereich unserer Arbeit, einmal Projektpartner finden. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Wir gucken uns Projekte an und sagen, sind das sinnvolle Projekte, sind das nachhaltige Projekte? Und dann kommt man ins Gespräch, guckt, ob überhaupt Finanzierungsbedarf da ist, ob das Projekt ausgebaut werden kann. Und wenn dann Finanzierungsbedarf da ist und wir sozusagen einen Vertrag mit dem Partner eingehen, dann ist das auch erstmal auf eine gewisse Zeit angelegt. Und in dieser Zeit wird das natürlich auch von uns ständig evaluiert und auch überprüft, weil wir natürlich auch wissen müssen, was mit unserem Geld passiert und ob sozusagen die Ziele, die man sich gemeinsam gesteckt hat, auch wirklich erreicht werden. Die Erich-Kästner-Schule, die sich für die Kindernothilfe so sehr einsetzt, sicher eine Schule, die Schule machen sollte. Denn gerade in der heutigen Zeit, wo wir viele geflüchtete Kinder auch hier in Deutschland haben, ist es sicher durchaus sinnvoll, kleine Kinder und heranwachsende Kinder an die Problematik heranzuführen, wie es Kindern in anderen Bereichen dieser Erde geht.